Na, was ist denn hier los? Noch eine Folge Munder und obwohl die letzte Folge doch die letzte Folge war? Ja, wer hätte es gedacht, ich habe mir tatsächlich nochmal die Mühe gemacht und das Spiel von Anfang an bis zu der Stelle hier gespielt, an der wir uns entscheiden können, wie das ganze Spiel ausgeht. Mich hat es einfach brennend interessiert, ich denke euch auch, ich hatte auch einen Kommentar dazu, dass es cool wäre, wenn ich es zeigen kann. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und das Ganze nochmal bis hierher gespielt. Ich muss aber sagen, wenn man weiß, was man machen muss und die ganzen Dialoge überspringen kann, ich glaube, es waren 2,5 oder 3 Stunden, also alles noch im Rahmen. Wir sind jetzt hier an der Brücke. Wir haben den Maler am Seil hängen. Das letzte Mal haben wir ihn runterfallen lassen und durchgeschnitten und sind deswegen allerdings nicht in den Keller gekommen bzw. wären zu spät gekommen und haben Florina gerettet. Diesmal ziehen wir ihn herauf. Bin mal gespannt, ob er wirklich den Keller aufmacht oder ob er uns nur verarscht. Würde ihm beides zutrauen. Okay. Würde eher sagen, Maler sei Dank. So. Ja, Mann, wo geht ihr denn da mal? Okay, alles klar, er hat die Kachel. Das ist mir tatsächlich im normalen Let's Play, sag ich mal, gar nicht aufgefallen, dass ja rechts neben der Tür Kacheln reinkommen. Da hatte ich einen Kommentar dazu. Vielen Dank an der Stelle. Ich schneide dich hier nochmal kurz mit rein. Und mir ist es dann auch, bevor ich den Kommentar gelesen habe, selber aufgefallen, als ich hier halt nochmal alles gespielt habe, um hierher zu kommen. Eine Kachel habe ich da nämlich schon reingesetzt. Aber ich glaube, 2 Stück fehlen noch. Wir müssen mal schauen. Nämlich hier drüben. Eine hat er uns gegeben. Zack, und eine müssen wir noch finden. Oberhalb von einer Blume. Vielleicht ist das ja, oder einer Pflanze. Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass wir die irgendwo oberhalb von einer Pflanze finden. Also hätten wir es aber auch gar nicht komplett machen können, weil er uns die letzte Kachel gibt. Okay. Dann fühle ich mich nicht so schlecht, dass ich das im normalen Spiel nicht gemacht habe, weil ich wusste nicht, ob er uns jetzt überhaupt eine Kachel gibt oder ob wir nur einen Schlüssel bekommen. Dachte nur, als ich den Kommentar gelesen habe mit "Hast du die Kacheln da rein?", dachte ich mir, oh, du hast was vergessen. Aber wir haben auch generell die eine Tür in Großpapas Haus. Haben wir nicht aufbekommen und wir haben, glaube ich, auch 1-2 Kaffee. Übersehen. Zumindest waren wir nicht komplett voll, was die Leiste angeht. Das tut mir dann sehr leid. Aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Und jetzt extra noch 2 Folgen, wie wir das bloß noch zusammensuchen und jedes Haus einzeln. Ach, hier. Jedes Haus einzeln nochmal abrennen, um zu gucken, das ist nicht Sinn und Zweck des Let's Plays hier. Wir haben die Kachel. Wir können das Stallbrandgemälde gleich zerstören, hoffentlich, und sollten damit unseren Großvater retten. Hightech hier. Automatisch öffnende Türen. Ein ewig langer Flur und 4 Personen starren dem Tod unseres Großvaters zu. Wir lesen erstmal kurz hier drüben. Giovanni Serpentini, Deceiver Burning to Death. Oil on Canvas, okay. Wir werden wahrscheinlich das Ding brauchen und zerstören es. Und nu? Eine neue Anweisung wäre schön. Vielleicht, wenn wir rausgehen, obwohl wir uns gerade sehr langsam bewegen. Weiß nicht, ob das Ziel ist, dass wir jetzt hier wieder rauslaufen. Wenn wir hier noch... Hier kann ich nichts weiter erledigen. Aber ich glaube, das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass wir jetzt mit der Geschwindigkeit hier... Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Na, vielleicht wartet ja der HR vor der Tür und sagt uns was. Übrigens, ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, aber man kann tatsächlich
das Spiel spielen, ohne das Gewehr zu holen. Ich hab das komplett vergessen. Wir haben ja den Schlüssel vom Walter bekommen. Dann war ich halt oben den Weg freischießen. Okay. Ja, dann war ich den Weg oben freischießen, hab hier unten eine Alegrias Kopf geholt und bin direkt hoch und dann fiel mir auf, Mist, wir haben ja gar kein Gewehr. Aber es geht, obwohl nicht optional dahinter steht. Also ab in den Mufel und wieder zur dunklen Kapelle. Ich werde das hier übrigens als eine Folge machen, egal ob die jetzt 35 Minuten geht oder wie lange wir auch immer dafür brauchen. Ganz so lange wie bei den letzten Folgen wird es nicht dauern, weil ich weiß ja jetzt nun endlich, was ich machen muss. Aber selbst wenn die 10 Minuten länger geht als gewohnt, finde ich das irgendwie nicht korrekt, die jetzt nochmal auf 2 Folgen aufzuteilen. Und ich bin echt sehr gespannt. Wir können unseren Großvater retten, dafür werden wir wahrscheinlich Florina ihr Leben aufs Spiel setzen. Weiß nicht. Unser Großvater dann vielleicht böse ist auf uns und sagt, wie kannst du ein altes gegen ein junges Leben tauschen? Aber dass er Alegria da einfach so abgegeben hat, werde ich ihm auch nicht verzeihen. Hab ich Licht an? Ja, hab ich doch. Arme kleine Geis, die war so nett. Die hat uns so viel geholfen im Spiel. Und war am Ende nicht mal sauer auf uns oder unseren Großvater. Aber eigentlich haben sie ja ihr Leben geopfert für nix. Ist ja trotzdem Mist passiert. Er hat's ja nicht eingesehen. War also etwas unnötig, das Ganze. So, ganz schnell zur Kapelle. Boah, oh Gott. Nicht mehr dran gedacht, dass Jeremias jetzt hier langläuft. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Sieht wieder genauso aus wie beim letzten Mal. Jeremias, gib mir dein Kreuz. Du Gott ins die buone Vosel, ma che vuoi te penso? Ma come ti? Da qua c'è un gestio, sai, a mio affare. Io so che pesce da qua. Io spazzino, dai. Ti asi ne buona, olma, scotti in ta. Quescia, io sai che mutate il buon sogno. No, no, scotti, non c'è. Pure s'de pigliael. No, prendi qua. Hai vengi data in quote le spussonze del naus. Danke, Jeremias. Das Kreuz rettet uns tatsächlich noch das Leben. Also an sich erstmal nichts anders als wie wir es schon kennen. Wir fahren wieder mit der Seilbahn. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert. Ich hätte gedacht, vielleicht liegt... Ach, scheiße. Mist. Nein. Oh, wir haben gar nichts zum Wehren. Hab ich was? Lebt er noch? Also eine Zacke haben wir noch. Wo läuft er denn lang? Ich sehe ihn nicht mehr. Eigentlich bräuchte ich wieder unseren Mufel. Ich glaube, den sind wir umgangen. Hier oben sieht es auch soweit sicher aus. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob hier unten jetzt noch welche langgerannt sind oder nicht. Da oben ist noch einer. Wäre jetzt allerdings auch nicht direkt... unseren Truck wieder rufen. Ich würde halt ganz gerne schnell vorankommen, dass sich das hier nicht so in die Länge zieht. Denn ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich, was jetzt gleich passieren wird. Das überleben wir, glaube ich, nicht.
Sind wir nicht hier hinten irgendwann lang gekommen? Nee, wir müssen hier unten lang. Wir rennen hier einfach schnell durch. Und was mich auch mal noch interessiert, ob der alte Mann von Anfang an der Busfahrer war. Mir ist das nämlich wirklich erst kurz bevor die Lawine kam aufgefallen. Weiß ja nicht, wie es euch ging. Das würde ich mir ganz gern nochmal reinziehen. Ob ich das die ganze Zeit übersehen habe, aber ich glaube fast nicht. Ich denke mal, der alte Mann wird dann erst kurz vor der Lawine dort aufgetaucht sein. Und es geht wieder in die dunkle Kapelle. Lorina liegt wieder da. Er möchte sie als unschuldige Seele. Guten Tag. Die Dämoni. Laiels. Bania. Il più nuovo filiale della mia impresa. Grazie, mio brillante Laiels. Teu gidonte raccoglie nautai, Giovanni agidau mai. Ecco, salverlo, ci ho morto raggiunti e non. Di cresce di ieri il buco, ma le uscì maligna, scutuazzi di famiglia. Io voglio distruire il schmaledeu malec, date il libraus da sua schmaledizione. Ma bene, e non era mai un caso per me. Mamma veglia, mamma batta giù. Questo è il blirco, risponde il genere più di mio gusto. Ach, es tut mir jetzt schon leid für die Florina. Nein, du aus Florina. Perciò ci stessi. No, è il simbolo malattia. Aber es passiert zumindest schon mal dasselbe. Ja, wir können ja nicht beide retten. Ja. Ach, dieses schöne Gesicht. Ti sorvegno Boella. Ma perché no? Ti ho visto il contratto. Lince tribunel, profano water. Decidesse a mia favor. Ti gis manzegnes. Corcia ties antenaz me mi imbrugliò avanti per decenis. Era efficio argentò. Ma ossa, vezza e c'è qui a studia nire da quella. Florina. Die non ho imbrugliò, o sei Florina. E tu fissi e stunz. Questa dina stossi e spinde senza mia parte. Ti bastard corrupt. Exact. Lass das jetzt trotzdem laufen, also ich habe jetzt nicht eingesehen, die Dialoge zu überspringen, auch wenn wir es schon kennen, aber... schon wieder. Ich weiß gar nicht, aber wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr zu ihr. Die Lampe? So rum war es, Entschuldigung, habe ich schon wieder vergessen. Komm schon, lass Florina in Ruhe. Alter, vorkomme ich nicht. Florina! Florina! No, 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 warum? No, 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 warum? Okay, das ist neu.
Was ist jetzt passiert? War es doch schon zu spät für die Kleine? Und wir sind wieder an der Stelle, an der wir es verhindern werden, den Pakt in unserem Großvater unterschreiben zu lassen. Das habe ich mal etwas schneller durchgedrückt, aber das passt schon. So, wir könnten ja sogar hier nochmal entscheiden. Aber nochmal spiele ich es nicht durch. Ja, aber warum sollten wir ihm denn jetzt sagen, dass er unterschreiben soll? Dann geht ja das ganze Spiel wieder von vorne los. Also, macht ja gar keinen Sinn. Natürlich nicht unterschreiben. Verändert das jetzt irgendwas dran? Da wüsste ich nicht, was es jetzt groß ändern sollte. Nicht unterschreiben natürlich. Neu, lem preparano se defensiun. Vos nars, usa esses vos propi pers. Wir wissen ja schon bereits, dass es nur Spielzeugfiguren sind. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt gesagt hätten, unterschreiben, dann hätte ja das komplette Spiel keinen Sinn gemacht. Ne? No? Wollte halt wirklich jetzt mal so das Ende, dass wir den Großvater retten. Aber jetzt zu sagen, unterschreib? Nee, macht keinen Sinn. Du kannst attacken, Elsbo? Sicher, Konstabo. Ja, mon Mira. Dai, dai. Wird nochmal die Taschenlampe nehmen. Und gleich sehen wir, dass es nur eine optische Täuschung war. Zack. Quel soldato è stato della bialanciata neu in nausea del bi. Und der alte Mann wird nicht erfreut sein über uns. Ach Mann, ich bin jetzt echt gespannt, ne? Ich dachte, dass es auch in der Kapelle schon dann anders wird. Dass da vielleicht nicht Florina, sondern unser Großvater liegt und wir ihn retten und Florina dann einfach verschollen ist oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber bis jetzt ist ja eigentlich alles gleich. Ach, hallo kleine Geiß. Jai Shubiao. Herausfinden, was passiert ist. Moment, ich bin verkehrt. Hier rüben müssen wir lang. Also wir gehen jetzt erstmal zur Kapelle zu Jeremias. Quatschen mit ihm. Und dann würde ich die abgebrannte Scheune besuchen gehen. Mit Jeremias bei der Kapelle reden. Ja. Tja, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Gar nicht mehr dran gedacht, dass man bei dem Pakt ja noch hätte entscheiden können. Aber was da dann rauskommt, wenn man dort auf Unterschreiben drückt, das tut mir leid, aber das kann ich euch nicht nochmal zeigen.
jetzt nochmal 3 Stunden hinsetzen und von Anfang an spielen. Man hat halt leider nur einen Speicherstand im Spiel. Man kann halt nicht entscheiden, wie man speichert, ne, dass ich da hätte einfach wieder zurückgehen können und nee. Ich glaube auch, dass das gar nicht so wichtig ist. Oder vielleicht doch. Wir werden es nie erfahren. Ela è morta in pace durante il mio. C'è grazia da sti abbandonare il mondo sci. Hä? Wo si sta con Jeremy? Ma, Codin? Poi hai un coraggio da porto? Corius? Io porto le ladine con mai. Pia, hai tot prompt per la sepoltura. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. In veia mit da teu tat, wenn die Reminent er wird nie. Fasa sche wie ne masse sperel. Ella i al clavau da tat. Ella abandonau si o bunker de prima gata pi ons. Adia. Ja, o segi contai. Der Groß, unser Großvater ist trotzdem gestorben? Obwohl wir das Gemälde zerstört haben? Naja, gut, ich sag mal, dadurch, dass wir ja dann verhindert haben, dass der Pakt nicht unterschrieben wird, dann ist das Ganze ja sowieso nicht passiert. Aber das heißt ja, wir haben jetzt eigentlich genau dasselbe Ende. Außer, dass wir wahrscheinlich Florina nicht gerettet haben, was uns jetzt aber... Na doch, wir werden sehen, ob sie zur Beerdigung da ist. Ach, hätte ich vielleicht doch eher sagen sollen, Pakt unterschreiben, sodass das Ganze passiert, wir aber das Steilbrandgemälde zerstören und unser Großvater dann überlebt. Die Sache ist ja, nur durch die Entscheidung kommt man ja dann effektiv sogar auf 4 Endungen. Weil man ja 2 Entscheidungen hat. Komisch. Ich dachte wirklich, wir haben ihn jetzt gerettet. Naja, wir gucken mal bei der Beerdigung, ob Florina da ist. Und dann kennen wir zumindest dieses Ende noch. Aber was dann passiert wäre, wenn wir den Pakt noch unterschrieben hätten, das kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Das ist zu viel verlangt. So, hallo HR. Wir drücken es mal schnell durch, weil das kennen wir ja schon mittlerweile mehrfach. Jetzt müssten wir eigentlich Beerdigung starten. Bei Walter oder Jeremias. Bin mal gespannt, ob die kleine Florina jetzt dasteht. Aber wenn ja, dann hat ja die erste Entscheidung eigentlich gar nichts bewirkt. Ist ja dasselbe Ende. Die steht da. Komisch. So haben wir sie ja doch gerettet. Unser Großvater ist trotzdem tot. Also hat die Entscheidung leider einfach gar keinen Unterschied gemacht. Ja, selbe Ende, wie wir es schon kennen. Ich guck mal ganz kurz. Drück das mal durch, wir kennen das ja schon. Ich guck mal eben ganz kurz, ob ich doch nochmal eine Stelle zurückladen kann, bevor wir diese Entscheidung mit dem Pakt hatten. Weil jetzt passiert ja genau dasselbe. Urina lebt, Großvater tot. Ist ja nichts anderes. Ich probiere das mal kurz. Kleinen Augenblick. Und da sind wir wieder. Und ja, es hat funktioniert. Wir können uns das andere Ende noch anschauen. Und dabei ist mir noch aufgefallen, dass ich völlig bescheuert war. Denn wenn ich hier auf Escape drücke, hätte ich auf Laden gehen können. Und es zeigt die letzten 10 oder 15 Speicherpunkte an.
und ich hätte das Spiel gar nicht nochmal von vorne spielen müssen. Ja, ist mir nicht aufgefallen, weil wenn man das Spiel startet, steht nur da Spiel fortsetzen und ja, naja, hätte ich mal ein bisschen besser geschaut, aber was soll's. Es war es mir trotzdem wert und ihr lacht mich jetzt alle bitte nicht aus. Dankeschön. Wir gucken uns jetzt das andere Ende noch an. Ich drück das mal schnell durch. Dann quatschen wir nochmal mit dem alten Mann. Und wir sagen jetzt unserem Opa, er soll es unterschreiben. Kann's nicht auswählen. Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben das Stallbrandgemälde zerstört, aber wir haben ihn unterschreiben lassen. Also wenn jetzt unser Opa nicht weiterlebt, dann... dann weiß ich auch nicht. Tut in Orden, Cuchipera. Das ist das Teil, womit wir die Gemälde zerstochen haben. So, komm, lass deinen Spielzeugsoldaten bitte einmal unterm Schnee begraben. Was mich halt nur wundert, hätte die Lawine nicht auch uns hier begraben damit? Oder hat er sie davor gestoppt? Ach stimmt, er hat sie ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein, Entschuldigung. So, es ist vollbracht. Und da war er weg. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt einfach wieder im Bus sitzen und das Spiel von vorne losgeht. Komisch. Also ich glaube, niemand hätte sich dafür entschieden, zu sagen, unterschreibt das Ding. Aber wir wollen es ja mal ausprobieren. Wir werden wieder wach von der kleinen Geiß. Und wir laufen zum Jeremias und mal schauen, wenn er jetzt wieder dasselbe sagt, dass unser Opa friedlich gestorben ist im Schlaf. Dann bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht, weil ich hatte doch gedacht, dass wir hier mehr beeinflussen können durch unsere Entscheidungen. Dass wir unserem Opa nochmal umarmen können. Aber dafür vielleicht Jeremias oder Walter oder wer auch immer sauer ist, weil Florina tot ist. Irgendwie sowas. Schön wäre es natürlich gewesen, beide zu retten. Ah, okay, doch, es ist was anderes. Die Kapelle ist kaputt. Jeremias, was war hier los? Verdammt. Guck doch nicht so traurig. Nur ei Florina, co vai con ella? Ella è in senua ed ella è bobblessata. Io crei che ti aspendrò se hai vita e sei a olva. Keu, prempo spene vos quel. Pia al bugidau, e la sempre men riso mai. Io son sicuro che io gli dau. Ma ne hai svuschi l'omveil sa di neven? Ella è mai proprio neven.
Si ditsko da Christians, wie je da insko el. Us essen fit, man neuvel den ihr signer si kau. Pa quai sentinus kau epi fit la pregienza da lauter? Ossa ca toto e vergau, ais iuras da feine celebrazion per tat. Walter specie sintai al clavau bergau. El abandonau si o bunker per el prima gade pi ons. Adia. Ja, segi contai. Okay. Also unser Großvater scheint trotzdem tot zu sein. Er hat jetzt lediglich gesagt, dass wir die kleine Florina retten konnten. Hier möchte ich nicht runterspringen. Also effektiv aber wieder dasselbe Ende, ne? Und die Kapelle ist noch kaputt. Also eigentlich ein schlechteres Ende. Der alte Mann ist immer noch da, aber das wird er immer sein. Das heißt, auch bei dem anderen Ende wäre er ja nie wirklich weg gewesen. Aber dann hat halt die erste Entscheidung, ob wir Serpentini abschneiden oder wieder hochziehen, eigentlich so gar keine Bewandtnis, ne? Die zweite Entscheidung, ob der Pakt unterschrieben wird oder nicht, das macht mehr aus in dem Moment. Also halt damit, bei dem einen Ende ist die Kapelle kaputt, bei dem anderen halt nicht. Aber ansonsten ist das irgendwie doch nicht so ein großer Unterschied, es sei denn, es kommt jetzt noch eine Überraschung auf uns zu. Das war dasselbe. Ach, und jetzt steht unser Großvater hier drin. Beerdigung starten bei Walter oder Jeremias. BNG, Korporal Walter. Leinie la Sepultura. Bien. Ja, und ich glaube, damit war's das. Wir sind jetzt bei der Beerdigung wieder und das wird das gleiche Ende jetzt kommen, wie wir es schon kennen. Die kleine Florina steht da, der Großvater ist wieder hier. Und wir können die Zeremonie starten. Now caught your nose. Ein tot scale. Ja. Wollte die in Perplex? Ja, geht in Perplex. Gut, ich würde mal sagen, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal alles angucken, weil hier wird nichts anderes mehr passieren als bei dem ersten Ende, was ich euch gezeigt habe. Wir werden ihn jetzt beerdigen. Drück's mal kurz rüber, ob vielleicht doch noch irgendwas anderes kommt, aber ich glaube fast nicht. Amen. So, der Herr gibt mir die Schaufel. Und wir werden dann wieder gleich im Bus sitzen. Huch, Entschuldigung. War schön mit euch. Jetzt noch zu? Wir müssen noch mal was machen, ne? Wir da mit Walter noch mal sprechen. Ja, bin dumm. In Sarakutau. La Bois, ist das Portana Vos. Adia, komm. Stimmt gar nicht, wir tragen das Gewehr nicht. Ja, Forse, wenn's dir die Neven kutieren. Adia. Gewehr im Dachboden deponieren. Kann ich gar nicht. Ich hab's nämlich nie geholt. Fehler vom Spiel. Ja, gut, okay. Wir müssen jetzt nicht nochmal mit dem Bus wegfahren, weil das wird dasselbe sein. Der alte Mann kommt wieder. Also, dass wir an dem Ende nichts geändert haben, da bin ich mir relativ sicher. Aber dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Ich dachte wirklich, wir können hier eine große Veränderung herbeirufen, dass wir jetzt unseren Großvater wieder lebend da haben oder sonstiges. Aber eigentlich läuft alles auf dasselbe Ziel hinaus. Opa tot, Florina lebt. Beerdigung, ne? Ja, aber dann sind wir jetzt hier wirklich durch. Ich habe alle Endungen gezeigt. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut.